Euer Homescreen ist voll mit zahlreichen Apps. Auf der ersten Seite, auf der zweiten, auf der dritten. Wie sehr könnte man doch Platz sparen, wenn man Ordner erstellen könnte? Das geht sehr einfach. Und wie genau, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und in diesem Video sprechen wir über das Thema Ordner. In der Standardinstallation des Samsung Galaxy S8 findet ihr schon jede Menge Ordner, nämlich Ordner von Samsung, Ordner von Google und Ordner für Microsoft-Apps. Ihr könnt natürlich auch einzelne Ordner selber erstellen. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt einfach irgendeine App und kombiniert sie mit einer weiteren, also wie zum Beispiel Firefox. Ihr geht einmal hoch und kombiniert sie einmal mit Google Chrome. Ihr könnt dem Ganzen einen Namen geben. Wir machen das jetzt Ganze mal als Browser. Das passt jetzt inhaltlich. Gehen auf OK und haben hier unseren ersten Ordner erstellt. Ich kann jetzt hier weitere Apps hinzufügen, indem ich einfach auf Apps hinzufügen gehe und kann dann zum Beispiel Google hinzufügen. Und schon taucht Google hier auf und verschwindet dann hier aus dieser Liste. Wenn ihr nun einzelne Apps aus dem Ordner wieder entfernen wollt, ist das auch wieder einfach. Ihr nehmt einfach einmal die App und zieht sie dort raus und legt sie dorthin, wo ihr sie hinlegen möchtet. Wenn ihr alle Apps herausgenommen habt, bis auf eine einzige, dann löscht sich automatisch der Ordner von alleine und die App wird wieder einzeln angezeigt. So einfach ist das Ganze. Ordner erstellen auf Android, auf dem Samsung Galaxy S8. Und das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.